Brigitte! Christian? Brigitte, wir müssen Ballen pressen. Christian, wo bist du? Hinter dir. Ah, was müssen wir tun? Ballen pressen. Heu, Ballen für Bertha. Ja, und wie machen wir das? Mit dem Traktor? Soll ich meinen holen? Nein, deiner ist zu klein. Ja, Christian, deiner ist auch nicht viel größer. Doch. Ja, dann hol doch deinen. Hab ich schon. Warum stehst du eigentlich hier? Du stehst den ganzen Tag nur hier und guckst deinen Porsche an. Du kannst auch mal arbeiten. Christian, ich war heute früh im Laden und ich habe Batterien gekauft. Ich finde aber kein Batteriefach, Christian. Wo ist das da? Ich muss doch unterwegs wechseln. Brigitte. Und ich finde hier kein Fach, wo die reinpassen. Brigitte. Ich habe die guten Duracell gekauft, Christian, damit ich auch bis zu Sarah komme. Brigitte. Christian, ich stehe hier. Du hast ein Kabel im Kofferraum. Christian, wo soll ich denn das Kabel während der Fahrt einstecken? Ich muss doch etwas wechseln können. Hast du mal geguckt, wie viel Reichweite er dir anzeigt, wenn du voll getankt hast? Ich kann nicht tanken, Christian. Deswegen habe ich die Batterien gekauft. Brigitte. Manchmal bist du wirklich schwer von Begriff. Brigitte. Du hast keine Ahnung von der Technik. Brigitte. Christian, was? Das ist deine Tankstelle. Und wie soll ich die mitnehmen? Gar nicht. Ja, aber wenn zwischendurch mal der Strom ausgeht, wie soll ich das machen? Brigitte, dafür hast du ein Kabel im Kofferraum. Oh, Christian. Brigitte, es ist so, da ist ein Ladekabel drin, da steckst du in die Ladestation an jeder Tankstelle oder bei Sarah zu Hause in die Steckdose, da kannst du dir noch ein bisschen Strom abzwacken. Christian, wie soll ich mit dem Auto in die Wohnung kommen, an die Steckdose? Manchmal bist du... Und was ist das hier für ein Traktor? Du sollst den an die Steckdose in der Garage anschließen und nicht an die normale Haussteckdose, die ist doch viel zu klein. Christian, schrei nicht so, die Nachbarn schreit schon. Hallo. Oh. Da bist du wieder freundlich. Christian, was ist das denn für ein... Was ist das? Ist das ein Koffer? Das ist ein Kofferanhänger, Brigitte. Mit diesem Kofferanhänger fahren wir jetzt auf die Wiese drauf und der frisst all unser Heu. Christian? Ja, Brigitte? Willst du mich veräppeln? Nein, willst du es sehen? Ja. Pass auf, ich zeig dir das, wie der all unser Heu frisst. Das ist aber ein schicker Traktor. Woher ja, das hast du ist, den denn? Das ist der vom Sven, mit dem haben wir Gülle gefahren. Ja. Wollen wir wieder Gülle fahren? Nein, Christian. Hast du eigentlich schon angerufen wegen der Elektrogülle? Christian, noch habe ich niemanden Kompetenten am Telefon. Irgendwie ist das was ganz Neues, keiner weiß darüber Bescheid. Aha. Hast du mal den Herrn Sven gefragt? Nein. Also er hat vorhin ein bisschen komisch gelacht, als ich ihm von deiner Energiestromgülle erzählt habe. Christian, das ist auch ganz neu. Das kann noch nicht jeder kennen. Bist du sicher, dass das ganz neu ist oder dass das einfach ein Hirngespinst deines Kopfes ist? Mein Kopf hat keine Hirngespinste. Naja, bist du dir da sicher? Christian, wie funktioniert das jetzt hier? So, guck. Der frisst all unser Heu. Siehst du das? Ja, ich sehe es. Und jetzt ist das dahinter weg.
Und wo sind die Ballen? Welche Ballen? Naja, ich dachte, das Ding macht die Ballen. Nein, das Ding frisst einfach nur unser Heu. Christian, manchmal glaube ich, du denkst, ich bin ein bisschen dumm. Nicht nur manchmal, Brigitte. Aber was meinst du denn jetzt genau? Guck mal, es piept. Oh. Du hörst, pass auf, Brigitte. Gleich ist es soweit. Ja, ich gucke. Noch sehe ich nichts. Hast du gesehen? Ja, ich habe die Türe gesehen, die aufging, Christian. Guck mal da. Oh, na das ist ja ein kleiner Ballen. Das ist ein Grasballen und kein Heuballen. Ja. Aber Christian, wir wollten doch Heu machen. Ja, jetzt haben wir einen Grasballen. Mag Bertha das auch? Ja. Das müssen wir noch in Folie einwickeln, dass es ein Silageballen ist. Dann mag Bertha das wieder. Na, dann machen wir das. Ja, aber so kriegen wir da jetzt... Zu Hause. Was? Ich habe noch Folie zu Hause, Christian. Ich habe nämlich den Apfelkuchen eingepackt. Und da habe ich noch ein bisschen übrig. Das kann ich dir nachher bringen. Christian, nein, danke. Nein, danke. Ich musste schon den Sitz auf meinem Traktor umbauen. Was hast du da umgebaut? Ich habe den Sitz runtergemacht und eine Kloschüssel draufgebaut. Ach, Christian. Ja, ich musste aber so dringend, dank deinem Abführkuchen. Da musste ich das umbauen, das ging nicht anders. Naja, das ist auch ein bisschen gesund. Das reinigt. Das war nicht gesund. Das war eklig. Ist direkt aufs Feld gefahren als Gülle. Soll ich dir die Folie holen, die ich noch habe? Ein bisschen habe ich noch übrig. Nein, Brigitte, das sollst du nicht. Und ich will deinen Kuchen auch nicht mehr. Christian, den kriegst du auch gar nicht mehr. Nein. Den habe ich nämlich der Sarah versprochen. Oh ja, der kannst du den geben. Sag, das ist der beste Kuchen, den du jemals gemacht hast. Ich möchte nämlich zu Sarah fahren. Ich muss meine Nägel wieder machen. Und dann nehme ich den Kuchen mit. Okay. Da wird sie sich bestimmt drüber freuen. Aber denk dran, du musst auch ein großes Stück davon mitessen. Naja, ich weiß nicht. Doch, du musst ihn genauso essen. Das werde ich sehen, Christian, ob ich da ein großes Stück esse. Ich muss ja auch ein bisschen auf meine Figur achten. Ah komm, du isst die ganze Woche keinen Zucker, da darfst du es dir doch jetzt mal gönnen. Na, mal schauen. Ja, doch, der bekommt dir sehr gut, Brigitte. Hinterher bist du auf jeden Fall schlanker. Wir haben ja noch eine Wiese da drüben. Ja. Das haben wir. Und was möchtest du damit jetzt sagen? Naja, vielleicht ist da ja Heu. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist da auch Gras drauf. Sind aber viele Ballen. Findest du? Sind doch erst drei. So viel kann die Bertha ja gar nicht essen. Natürlich. Die braucht ja das ganze Jahr was zu essen. Christian, du weißt, wir wollen die Milch nicht zu fettig. Ja, Brigitte, ich weiß. Sag mal, Brigitte. Ja, Christian. Wolltest du nicht eigentlich auch mal mehr Kühe haben? Ja. Hast du dich da mal erkundigt nach fettarmen Kühen? Ich meine, du musst ja auch berücksichtigen, du trinkst ja auch gerne mal einen Kakao. Das heißt, du brauchst ja auch eine Kakaokuh. Du isst gern Schokolade, du brauchst eine Milchkuh. Und Kaffee trinkst du auch.
Christian, jetzt wirst du aber albern. Warum? Ich brauche blanke Kühe. Nein, ich habe noch nicht, aber ich kann mal googeln, wo man schlanke Kühe herbekommt. Ja, weil das ist ja wichtig bei dir, ne? Also ich meine, das kann ja jetzt nicht so sein, dass das jetzt hier Nein, alles... Das stimmt. Ne? Das stimmt, Christian. Huh, da war der Zaun, Christian. Welcher Zaun? Nicht, dass du den noch kaputt fährst. Müssen wir jetzt auf die andere Wiese? Wir könnten jetzt auf die andere Wiese, ja. Hast du dich denn jetzt erkundigt? Nach was, Christian? Nach Kühen. Christian, ich sagte gerade noch nicht. Ich muss noch googeln. Brigitte, weißt du, den ganzen Tag den Porsche angucken, bringt dich auch nicht weiter. Ich habe das Batteriefach gesucht, Christian. Es gibt kein Batteriefach für Handbatterien. Du hast eine Steckdose, du hast ein Stromkabel und aus der Steckdose lädst du das Ganze. Nicht mit einer Batterie. Ich brauche aber noch was für unterwegs. Du kannst doch auch einen Kanister in den Kofferraum stellen. Da kann ich doch da auch eine Batterie mitnehmen. Christian, manchmal hast du keine Ahnung. Brigitte? Ja. Manchmal Christian, du weniger. Vorsicht, da kommt ein Auto. Ja, das ist schön fürs Auto. Solange das kein Betonmischer ist. Christian? Ja, Brigitte? Ich sehe einen Betonmischer. Das ist gut. Dann hoffen wir, dass er nicht hierher kommt. So. Machen wir jetzt hier auch Grasballen? Christian, ich gehe mal gucken. Fahr mal, ich laufe hinterher. Was machst? Das machst du sehr gut. Und was machst du da jetzt? Christian, ich gucke, was da hinten rausfällt. Ja, da fällt ja nichts raus, der frisst doch alles. Ich warte auf den Ballen. Ach so. Es piepst, Christian. Ich weiß, Brigitte. Vielleicht musst du anhalten. Christian, das ist auch Gras. Dann müssen wir hier auch wickeln. Aber ich glaube nicht, dass ich noch so viel Folie habe, Christian. Ja, die holen wir vom Nachbarn, Brigitte. Hat der was? Das ist ja gut. Hat der bestimmt vielleicht auch Kuchen gebacken? Nein, wahrscheinlich hat der Folie für Ballen. Ja. Und nicht für Kuchen. Naja, das ist ja jetzt nicht viel anders, glaube ich. Ich glaube schon. Du benutzt immer Alufolie für deinen Kuchen. Das hier ist aber Plastikfolie. Ich habe auch Plastikfolie. Die hast du auch? Ja. Aber das ist nicht umweltfreundlich. Ich weiß. Warum benutzt du die dann? Ich die mehrmals. Ah! Nur in der Spülmaschine. Das hat noch nicht ganz geklappt. Die löst sich immer auf, ne? Ja. Blöde Spülmaschine. Vielleicht musst du es per Hand waschen. Christian, das wäre eine Idee. Dann fahren wir nachher noch zu Bauer Sven. Mhm. Und holen die Folie. Ja. Und dann wickeln wir. Das wird aber schwierig, die einzuwickeln, Christian. Warum? Wie machen wir denn das? Ja, du quatschst so viel. Vielleicht wickeln sie sich von alleine. Christian. Die sind ja nun doch ein bisschen schwer. Ja. Das hast du gut erkannt, Brigitte. Wir können das ja. So wie beim Schneemann bauen machen. Du hebst die Folie. Und ich rolle. Ja. Aber das klappt da doch schon immer nicht. Da rollst du doch schon immer den Berg runter mit der Kugel.
Christian, hier haben wir aber keinen Berg. Hier müsste es funktionieren. Okay, also ich halte die Folie stramm. Ja. Und du rollst den Ball. Ja. Okay, das finde ich eine sehr gute Idee, Brigitte. Dankeschön, Christian. Aber du musst dann halt... Musst dann auch in meinem... Aber du musst auch in meinem Tempo dann rollen, ne? Also du kannst ja nicht auf einmal langsamer oder schneller werden. Das kriege ich hin, Christian. Bist du dir da sicher? Beim Schneemann hat es immer nicht so funktioniert. Naja, das war was anderes. Was ist daran jetzt anders? Da hatte ich so kalte Füße. Da konnte ich nicht richtig laufen. Aber jetzt habe ich warme Füße. Das klappt. Du und warme Füße? Ja. Seit wann das? Ach, hier drin ist es warm. Du hast doch sonst immer kalte Füße. Nein, heute nicht, Christian. Ist denn der Bauer Sven nachher zu Hause? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Ich hoffe es. Na. Wenn nicht, dann holen wir uns das einfach ab. Dürfen wir das einfach nehmen? Bestimmt. Und wo willst du dann die eingewickelten Ballen hintun? Wir haben so wenig Platz. Ja, wir hatten uns ja letztens mal drüber unterhalten, hinten vielleicht auszubauen. Ja. Kannst du dich erinnern, du wolltest den Unterstand von Opa wolltest du wegnehmen? Ja. Geradeaus. Und die beiden Häuser, Wohnhäuser, diese alten Gammeligen, wie du sie ja genannt hast, wolltest du ja auch wegnehmen. Ja, du wolltest ja ein neues Wohnhaus bauen. Und dann wolltest du ja auch eine neue Halle bauen. Christian, also bauen lassen. Ja nicht so schnell. Da müssen wir ja erst ein bisschen Geld haben. Noch haben wir ein bisschen Geld ja übrig von Donald. Aber wir können doch die Ballen verkaufen. Vielleicht möchte die ja jemand haben. Dann hätten wir Geld. Das könnte man auch machen, ja. Und dann machen wir einfach nochmal Heu. Das könnten wir auch machen, ja. Dann, Christian? Ja? Ich habe noch eine Idee. Nein, raus damit, du Sau! Christian! Brigitte, wir sind unter uns! Wir könnten einen Anhänger nehmen und die Ballen aufladen und dann verkaufen. Ja? Was hältst du davon? Das ist eine sehr gute Idee, Brigitte. Ach, das finde ich auch. Und dann hätten wir vielleicht Geld, vielleicht ein bisschen, um was zu bauen. Ja. Das wäre eine super Idee. Ja. Dann machen wir das, Christian. Aber dann musst du dich hier ein bisschen beeilen. Weil, wenn du so langsam fährst, dann werden wir nie fertig. Brigitte, wir werden schon fertig. Christian, nicht in diesem Tempo. Vielleicht könntest du mal bisschen Gas geben. Weißt du kannst ja dein Porsche holen. Redest und redest. Wir müssen hier was arbeiten. Brigitte. Ja. Hol doch deinen Porsche und dann hängen wir den vor die Ballenpresse. Christian, ich glaube nicht, dass das geht. Also, dann lass mich doch mit dem Traktor das so machen, wie es sein soll und gib nicht solche klugen Ratschläge. Ich kann ja nicht schneller fahren wie das Gerät. Christian, du kannst ruhig auch mal einen Ratschlag von mir annehmen. Du weißt, ich habe sehr gute Ideen. Ja, Brigitte, das hast du zu 5%. Christian. Brigitte, weißt du, es reicht mir jetzt. Ja, mir reicht es jetzt